Hallo Insektenfreunde. Im heutigen Video habe ich meinen Bruder dabei. Hi Stefan. Grüß dich Frank. Und schaut mal. Grüß dich Frank. Ja. Hallo Insektenfreunde. Im heutigen Video interviewe ich ein bisschen meinen Bruder. Der hat was zu erzählen, der war in Kenia und ja, ich bin mal gespannt. Ich habe extra die Fragen ein bisschen zurückgehalten, habe gedacht, okay, ich will auch noch ein bisschen frisch sein, wenn ich ihn befrage. Und ja, jetzt erzähl mal ein bisschen, Stefan. Du warst letzte Woche, glaube ich? Genau, ich war letzte Woche auf einem Kurztrip in Kenia für nur 3 Tage. Und im Hotel angekommen war es dann eigentlich auch schon so, dass wir auf die Eingangszone zugelaufen sind und auf dem Boden sind überall schon tote Diplopoden gelegen, was mich dann schon ein bisschen mitgenommen hat, als ich gesehen habe, waren schöne adulte Gigas, alle plattgetreten und so. Ich, ups, okay. Ja, warte mal. Das heißt, du in der Hotelanlage selber waren Diplopoden, oder? Ja, klar. Okay, und auf der Wiese rum? Es gibt keine Wiese. Okay. Im Sand, direkt im Sand. Okay, also keine Bewässerungsanlagen oder so? Gar nichts. Ja. Purer Sand und da sind die rumgelaufen. War da Wald in der Nähe? Oder? Nee, das Einzige, was dort an Grün wirklich in der Anlage ist, das sind diese, du musst dir vorstellen, die Hotels sind alle mit Mauern einzäunt und dann in den Mauern wachsen im Prinzip solche Rankengewächse, genau. Ah. Und da ziehen die sich halt dann tagsüber quasi zurück, weil es da schattig ist. Ah, okay. Und in der Früh- und Abendstunden kommen sie dann da quasi wieder raus. Und da ist Erde oder ist da auch Sand? Auch Sand. Auch Sand. Ja. Und tote Diplopoden auf dem Boden, das heißt, sind die überfahren worden? Zum Teil wirklich zertreten und zum Teil aber auch von den Katzen, weil die Hotelanlage hatte ja 3 große Katzen und 5 kleine. Mhm, und das sieht man auch, also Frank spielt euch ein paar Bilder ein. Da sieht man auch wirklich, wie ein Epibolus komplett hinten angenagt und zerfressen ist. Also ja, geschmeckt hat er wohl nicht, weil war wahrscheinlich direkt Sekret dann quasi draußen. Dann hat es ihn wieder ausgespuckt, aber gekillt hat es ihn halt trotzdem. Und so haben wir etliche Arten gesehen, also von Spirostreptus Speck 1, Speck 6. Dann wie gesagt, Epibolus war sehr, sehr viel da unten. Also das war mit Sicherheit das meiste an Gigas. Diplopoden da unten und vereinzelt ein paar Gigas, wobei ich leider keinen einzigen lebenden Kunden habe, sondern wirklich nur tote Tiere. Aber war schon interessant zu sehen, wo die Tiere leben, weil sie leben wirklich mehr oder weniger im Sand da unten, weil es gibt keine Erde. Also wirklich nur Sand, glühend heiß zur Mittagszeit, deswegen sieht man da auch wirklich kein Tier. Also tagsüber muss man mit 33 Grad im Schatten rechnen. Also für Europäer ohne Schlappen auf dem Sandboden ist nicht. Aber sobald man dann in der Abenddämmerung oder morgens sehr früh rausgeht, dann ist die Luftfeuchtigkeit sehr hoch, angenehme 26 Grad, Boden abgekühlt, dann kommen sie wirklich schön raus. Okay. Ja. Und hast du da nur Adulte gesehen oder waren auch kleine? Die meisten Tiere von den Epibolus, was ich gesehen habe, waren wirklich adulte Tiere mit wirklich einer roten Färbung der Beine und Extremitäten, wo wirklich so in Deutschland ich noch kein Tier gesehen habe, aber wirklich extrem rot, extrem kräftig, die Tiere richtig stabil, richtig gemästet schon fast. Okay. Und von den Spirostreptus 1 bis 6 habe ich viele tote Tiere gefunden, nur 1 oder 2 lebende da. Und ich denke, um die anderen Arten zu finden, wo es in Kenia noch gibt, müsste man zum Beispiel in den Park, der direkt in Mombasa ist. Allerdings kann man dort nicht aussteigen. Es ist eine reine Touri-Geschichte, man steigt ein, wird durchgefahren, Raubtierfütterung etc. Okay. Da müsste man dann schon weiters rausfahren, ca. 250 Kilometer, meinte der Guide zu mir. Dann kommt man in unberührte Wälder, wo man dann wirklich aussuchen kann. Und das wäre so mein nächster Anlauf, wenn ich dann vielleicht nochmal runtergehe. Was waren Asseln da? Asseln habe ich nur eine einzige gefunden. Und die war unter einem riesigen Baum. Aber dort unten zwischen Plastikflaschen und Plastiktüten habe ich eine einzige Assel gefunden. Das heißt eine Assel und einen Haufen Diplopoden. Genau, ja. Und hat es da unten mal geregnet, wo der da war? So wie es angefangen hat, war es dann aber auch schon wieder vorbei. Aber an dem Tag der Ankunft war es halt dann schon, da war die Luftfeuchtigkeit wirklich bei 100%. Wir sind angekommen, die Fliegertür ging auf und dann durch den Durchlauf und es kam da wirklich die Wand entgegen, wirklich. Diese 30 Grad mit der Luftfeuchtigkeit, das war krass. Und was denkst du, was die Diplopoden da unten fressen? Ich denke, sie ernähren sich dort wirklich von Blattwerk,
Was sie quasi, ich kann jetzt nur von der Hotelanlage sprechen, weil ich da die meisten Tiere gesehen habe. Mhm. Und man muss sich die Hotelanlage vorstellen, im Mittelbereich ist alles gepflastert und mit Sand aufgeschüttet. Dann wachsen ein paar einzelne Palmen, aber ringsherum ist das Hotel quasi mit Mauern umzäunt. Und an denen wachsen Randpflanzen, Randgewächse, Palmen, Büsche, die sie eingepflanzt haben. Und da liegt halt dann schon kleine Äste, die dann wirklich auch am Vergammeln sind, aber nicht weißfaul, auf gar keinen Fall. Es sind einfach trockene Blätter, trockene Äste. Ich gehe davon aus, dass die nichts anderes dort kriegen als das, weil es ist nicht wie bei uns, dass die Banane oder sowas haben. Die Bananen, die dort wachsen, die holen die Leute runter und verspachteln die selber. Also da verkommt nichts. Ne? Und trotzdem sind sie wohlgenährt. Ne? Also ja, also so richtig wohlgenährt. Ja. Bei Chamäleonarten oder so, wo du denkst, wenn du die in freier Natur siehst, denkst, wenn die im Terrarium sitzen würden, würde ich direkt mal zum Tierarzt fahren. Ne? Das ist dort schon sehr interessant. Auch habe ich nie gedacht, dass die in so einem Klima so gut zurande kommen, ohne jegliche Erde, weil es gibt ja wirklich nur Sand, beziehungsweise 50% Sand und 50% Plastikmüll. Mhm. Also ich habe auch Schnecken gefunden, die waren quasi an der Mauer vom Hotel, von außen, wo den ganzen Tag die pralle Sonne drauf knallt, und die lagen unter einem Stein, der ursprünglich wahrscheinlich mal aus dem Meer kam, also sah aus wie so Riffgestein, und die lagen drunter und es war ringsrum außer Plastik und Sand gar nichts, also nur nicht mal irgendein Busch, das war wirklich mitten Wüste, ne? Dass die da überhaupt zur Rande kommen, wundert mich, weil eine Schlecke sagt, man braucht es ja wirklich feucht. Es war, glaube ich, eine Arachtina-Art, 100% sicher bin ich mir nicht, weil es sind Jungtiere gewesen, schlechter einzuschätzen, aber das war echt verwundernd. Allerdings waren sie alle in sich verschlossen, sie hatten sich verkapselt, weil die warten mit Sicherheit auf die Regenzeit. Aber die Afrikaner sagen schon, Regenzeit wird dieses Jahr wahrscheinlich ausfallen, weil zu dieser Zeit, wo ich unten war, hätte es eigentlich schon regnen sollen, hat es aber nicht. Weil es wird ein sehr trockenes Jahr, die Leute stöhnen da unten auch alle, dementsprechend wird es für die Tiere wahrscheinlich dieses Jahr auch eher mau ausfallen. Mit. Du gehst nochmal runter, ne? Ich gehe nochmal runter, voraussichtlich dieses Jahr im Sommer, so Juni, Juli, August, eher wahrscheinlich August, weil ja, da ist dann auch, wenn die Regenzeit war, ist die Regenzeit dann auch rum, weil wenn sie dann wirklich kommen sollte in der Regenzeit, ist dann auch nicht so schön. Mhm. Ja, super, dann machen wir nochmal ein Video, vielleicht so erlebst du nochmal was. Ja. Und ja, euch danke fürs Zuschauen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr eure Diplopoden auf Sand halten sollt. Na, haltet da euch an die Haltungsberichte. Aber es ist auf jeden Fall mal interessant, wie Tiere in freier Wildbahn leben, na, und was die auch alles überleben können. Und ja, danke für den Beitrag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.